Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Ja, in der Vergangenheit haben wir ja viel Kritik geübt, auch provoziert. Und ich denke, es ist nun an der Zeit, dass wir hier ernsthaft sachlich Alternativen anbieten, um aus dieser Misere, die ich hier angesprochen habe, herauszukommen. Ja, ein Blick in die Geschichte lohnt. Wie war es früher? Können wir aus der Geschichte lernen? Diesbezüglich habe ich einen sehr interessanten Leserbrief bekommen und den ich jetzt hier gerne in Auszügen mit freundlicher Genehmigung des Verfassers mit Ihnen teilen möchte und im Zusatz noch kommentieren möchte. Ja, wir geben den Bildschirm frei, gucken gleich in unseren Leserbrief rein. Ja, was steht denn da? Ihr letztes Video hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und es hat mich betroffen gemacht zu erfahren, auf welchem Niveau sich die Verantwortlichen unseres Bildungssystems bewegen. Das Video aus der Bildungsforschung, das Sie angesprochen haben, ist wirklich kaum zu ertragen. Aber genauso sehen auch die Didaktikvorlesungen aus, welche unsere Lehramtsstudenten über sich ergehen lassen müssen. Ja, an dieser Stelle möchte ich einhaken. Kurz noch zu dem Verfasser. Es ist eine Person, die in Deutschland Mathematik studiert, Einblicke hat sowohl in das Fach als auch in die Didaktik und kurz vor Beendigung des Studiums steht. Ja, und dieses Video, was kaum zu ertragen ist, Sie finden das verlinkt unter meinem letzten Beitrag. Und jetzt wird hier die Analogie gezogen, was auch unsere Lehramtsstudenten hier über sich ergehen lassen müssen. Ja, dazu möchte ich noch Folgendes anführen. Also hier aus Paderborn und was mir persönlich bekannt ist von mehreren Studenten, die das Lehramtsstudium für Mathematik am Gymnasium frühzeitig geschmissen haben und dann in die Fachmathematik gewechselt haben. Und es ist mir unisono erzählt worden, dass sie diese Didaktikvorlesung nicht ertragen konnten. Und dann fragt man sich natürlich, was wird denn da gemacht? Was ist denn da so furchtbar, dass hier ernsthafte Leute Reis ausnehmen? Dazu muss man sich mal so eine Vorlesung zum Gemüte führen. Und ich habe hier eine aus dem Internet für Sie gefunden. Standardkurs hier aus Leipzig. Ja, hier die Inhaltsangaben, was ist Mathematik, Didaktik und so weiter. Ja, viel Text. Ja, hier diese infantilen Kreisdiagramme. Ja, das, was man selbst macht, ist natürlich zentral und am wichtigsten. Und hier Planung des Mathematikunterrichts, exemplarisch Seite 8, so beginnt eine Vorlesung. Es gibt da hier verschiedene Modelle, die dann diskutiert, verglichen, wissenschaftlich bewertet werden. Also gucken wir uns doch mal so etwas an. Intention, Inhalt, Methode, Medium, Pfeil, von oben nach unten, von links nach rechts, quer, alles ist verbunden. Was der Inhalt von dem Diagramm ist, ist nicht so ganz klar. Dann kommen hier Pfeile Nordost, Nordwest, soziokulturelle Voraussetzungen, anthropologisch-psychologische Voraussetzungen, Grundfragen, in welcher Absicht tue ich etwas, ja, die Leute wollen Lehrer werden, was bringe ich in den Horizont der Kinder, wie tue ich das und so weiter. So, es ist wirklich kaum zu ertragen. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage von einem jungen Menschen, der Mathematiklehrer werden möchte, an die Universität kommt, sicherlich noch mehr Mathematik lernen möchte, also über das, was er an der Schule hinaus kennengelernt hat, ein ernsthaftes Interesse an dem Fach hat und vor allem auch ein ernsthaftes Interesse an der Vermittlung des Faches. Ja, wie erkläre ich das meinen zukünftigen Schülern auf die cleverste, intelligenteste Art und Weise? Ja, welche Methoden wende ich an? Das, was man früher Stoffdidaktik nannte. Ja, Stoffdidaktik ist verpönt heutzutage. Es ist nicht mehr Thema oder so der didaktischen Ausbildung unserer Lehrer, sondern diese Bildungstheorien sind Thema. So, und was ist letztendlich die Konsequenz? Dass junge Menschen, die
aus meiner Sicht uneingeschränkt geeignet wären, ja, für das Lehramt. Ja, Lehrer werden würden, auf die wir wahrscheinlich stolz sein könnten und unsere Gesellschaft in jeglicher Hinsicht zutragen würden. Ja, Reis ausnehmen, ja, für immer verloren sind. Und das ist nicht gut. Was prinzipiell die Kritik auch ist an diesen Vorlesungen von den Lehramtsstudenten, die weitermachen, sie sehen das schon sehr deutlich, dass es ihnen nicht klar ist, was der prinzipielle Nutzen ist von diesen Vorlesungen und praktische Nutzen für ihre spätere Arbeit. Gut, beenden wir das und kehren zurück zu unserem Leserbrief. Ich muss mal hier schließen, muss mal nach unten bringen. Ja, wie war es denn früher? Es geht weiter. Ein schönes Beispiel ist die Aufgabensammlung aus der Algebra von Schreiner aus dem Jahre 1884 für Lehrerbildungsanstalten verfasst, zu finden unter Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Sie sich einmal die Seite 48 bzw. Bildseite 60 mit den Wurzelaufgaben ansehen möchten, der heutige Mathematiklehrer, vielleicht auch Mathematikdidaktikprofessor, würde damit wohl schnell an seine Grenzen kommen. Ja, der Link ist uns gegeben und wollen wir doch mal in dieses Lehrbuch reingucken, in diese Aufgabensammlung. Ja, wir für Lehrerbildungsanstalten und zur Selbstbelehrung, wir machen es ein bisschen größer, ja, von Johann Evangelist Schreiner, Inspektor der Königlichen Lehrerbildungsanstalt zu Eichstätt. Ja, also dem angehenden Lehrer wurde letztendlich für Algebra nur eine Aufgabensammlung gegeben und diese Aufgabensammlung wurde dann in diesen Lehrerseminaren eben auch besprochen. Und was sehen wir denn hier? Wir gucken gleich mal auf die erste Seite. Ja, Algebra beginnt hier mit Buchstabenrechnen. Sie sehen hier, es wird hier viel gerechnet, die Aufgabenanzahl ist beträchtlich. Und lesen wir doch hier mal bei Addition rein. 1, 8, 11 plus 11 lässt sich zusammenfassen zu 9f, 3x und 4x zu 7x. Ja, 3, jetzt wird es interessant, das y und das z. Und dann werden Kinder schon verwirrt. Das muss y mal z sein. Es muss ja irgendetwas sein. Nein, es ist einfach y plus z. Es lässt sich nicht weiter zusammenfassen. Genauso wie 3b minus 4c. Ja, ein bisschen später, Nummer 8, sehen wir minus m minus m. Ja, das ist eine sehr interessante Aufgabe, auch sehr schwer für den Anfänger. Das ist minus 2m. In Kontraposition dazu Nummer 9, minus 4n minus 7n ist minus 11n. Hier lassen sich die Koeffizienten viel leichter zusammenfassen. Ja, die Komplexität nimmt zu. Es ist ein interessanter didaktischer Aufbau und ich denke, dass man gerade diese Dinge in diesen Lehrenseminaren besprochen hat. Wo sind die möglichen Schwierigkeiten? Ja, das wurde hier detailliert sozusagen, es wurde sich detailliert mit über diese Dinge auseinandergesetzt. Ja. Wie kann ich denn, wenn es stockt, ja, weitere Beispielaufgaben dann kreieren, ja, nach diesem Vorbild? Ja, und ein guter Pädagoge sieht das dann eben auch und kann dann mit weiteren Aufgaben es dazu bringen, ja, dass bei den Kindern der Groschen dann fällt. Ja, Addition zusammengesetzter Größen. Dann sehr schön hier, das Klammerrechnen war ganz wichtig. Das Klammerrechnen ist mittlerweile auch verbannt worden und das kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr verstehen, weil das Klammern ist letztendlich das algorithmische, ja, Vorgehen und Prozesse müssen in einer bestimmten Reihenfolge stattfinden. Und das ist das A und O beim Programmieren. Und das kann man also hier in der Schule also so schön lernen, ja, also mit diesen Klammern und Verschachtelungen. Und das war natürlich auch ein Thema. Sie sehen, also es wurde deutlich mehr gerechnet. Der Praxisbezug oder so war viel größer. Ja, gehen wir da mal ein bisschen später da rein. Hier diese Seiten mit den Wurzelaufgaben, ja, da muss man manchmal schon ein bisschen grübeln und nachdenken. So einfach sind die nicht. Und später, wir gucken mal, also Textaufgaben, die auch alle sehr interessant sind.
Kurz und gut, ich will es bei diesem kurzen Einblick in dieses Werk erstmal belassen. Ich werde es unter dem Video verlinken und Sie sind willkommen, sich das näher anzugucken. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist durch und durch lohnenswert, auch in der jetzigen Zeit. Und sollte eigentlich auch besprochen werden an den Universitäten. Und hier kann ich versprechen, das wird auch geschehen, ja, in einer Vorlesung von mir im Winter für Gymnasiallehrer in Paderborn. Ja, gehen wir weiter in den Leserbrief. Es wird immer interessanter. Jetzt sehen wir hier es geht jetzt um den Vergleich früher und heute. Und da steht hier, um wieder einen Vergleich der heutigen deutschen Bildungspolitik zu der des 19. Jahrhunderts zu ziehen, möchte ich hier gern Erhard Bödiger zitieren. Ja, dieses Buch, ich habe mir es mittlerweile erworben. Das ist ein Buch über die Geschichte von Preußen und die Wurzeln des Erfolgs. Und insbesondere geht es hier um Kapitel 10, die Bildungspolitik in Preußen. Ja, ich zitiere. Die innere Struktur der preußischen Unterrichtsanstalten wurde von Johann Wilhelm Syvern maßgeblich festgelegt. Nicht von Kommissionen oder nach lang anhaltenden Diskussionen, sondern von diesen bewährten und erfahrenen Beamten im Alter von nur 38 Jahren wurde der grundlegende Inhalt und die Verfahren der Schulpolitik formuliert. Mit dem Entwurf eines Unterrichtsgesetzes im 1819 scheiterte Syvern zwar am Widerstand rückwärtsgewandter Kräfte, doch behielten die Grundgedanken seines Entwurfs ihre Gültigkeit, sie wurden im Verwaltungswege durchgesetzt. Hierdurch entstand eine Tradition in der preußischen Bildungshierarchie, die bis 1914, also wir sprechen jetzt hier von einem ganzen Jahrhundert, dem Beginn des Ersten Weltkriegs, unverändert blieb. Man setzte auf interne Verwaltungsabstimmung, die Anweisung innerhalb des Verwaltungsweges und nur in seltenen Ausnahmefällen wählte man den Weg der gesetzlichen Anordnung. Diesen Verfahren, in dem die eigenständig handelnden Leiter der Schulen bei den Gymnasien, die Schuldirektoren, eine wesentliche Rolle spielten, verdankt die preußische Schulverwaltung ihre allseits bewunderte Effektivität und die Schulen ihre Leistungsfähigkeit. Wir haken ein. Ja. Erstmal geht es hier um eine Person, Johann Wilhelm Syvern. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir dieser Mensch bis dato nicht bekannt war. Und was wir jetzt hier auch gesehen haben, ist, dass hier einer allein anscheinend Unglaubliches gestemmt hat und extrem positiven Einfluss genommen hat. Und dann fragt man sich natürlich, wer war denn dieser Mensch? Und ja, unsere Sekretärin ging dann gleich in die Bibliothek und brachte dann mehrere Bücher, insbesondere dieses, was ich jetzt hier in die Kamera halte, heißt einfach Syvern. Das sind hier Auszüge von Reden, die er gehalten hat, Aufsätzen. Und wir möchten da mal in dieses Büchlein ein bisschen reingucken. Und ja, hier ist es. Ja, ist auch Bezug zu Paderborn. Es ist im Paderborner Verlag erschienen, 1981 in dem Schöning Verlag. Und es beginnt also anstatt einer Einleitung, irgendeines Prologs, von einer Zeichnung, einer literarischen Zeichnung eines ehemaligen Schülers von Syvern. Syverns erste Stufe war als Gymnasialdirektor an dem Gymnasium in Elbing. Und jetzt lesen wir rein, wie ein Schüler ihn 50 Jahre später beschrieben hat. Des großen, stattlichen Mannes Gesichtszüge waren scharf ausgeprägt. Ich habe ihn nie lachen, die hohe Stirn selten heiter gesehen. Sein Auge wurde freundlich, die breiten Lippen öffneten sich. Doch er sprach, wenn er mit unseren Leistungen zufrieden war. Wenn er sich unangenehm berührt fühlte, dann bewegten sich die Augenlider mit ihren langen Wimpern rasch auf und nieder. Seinem Unterrichte, namentlich auf Prima, bin ich wie auch wohl die meisten anderen Primaner mit reger Teilnahme gefolgt. Er war klar, wohlgeordnet, eindringlich. In Sonderheit folgten wir gern seinen Erläuterungen zu den griechischen Tragikern und lauschten mit gespanntem Ohre, wenn er mit seiner klangreichen, volltönenden Stimme
uns die Chorgesänge im Originale und in gelungener Übersetzung vorlas. In ähnlicher Weise verhielten wir uns, wenn er aus dem Horaz oder Tacitus übersetzen ließ und erklärte oder uns in lateinischer Sprache Vortrag über römische Altertümer hielt. Gut, den Rest können Sie gerne selber weiterlesen. Ja, ein Pädagoge, ein Mensch durch und durch, ein hochgebildeter Mensch, der Latein fließend sprach, dem Kinder am Herzen lagen, der vor den Kindern gesungen hat. Und dieser Mann, ja, der von Bildung auch so viel verstand, wirklich vom Fach war, hat dann das Bildungssystem, Schulsystem, ja, maßgeblich entworfen. Ja, er war ein Dynamiker. Ja, er hat die Dinge angepasst, immer wieder Wege gefunden. Ja, im Verwaltungsweg wurden die Dinge umgesetzt. Und das Ganze war hocheffizient und schlank organisiert. Und das ging eben vielleicht auch zu der Zeit, weil wir eben auch in unseren Institutionen, Administrationen den sogenannten preußischen Beamten hatten. Ja, das ist mittlerweile eine aussterbende Rasse in unserem Land. Gut, so viel zu Syvern. Es ist ein Mensch, der es durch und durch wert ist, dass man sich weiter mit ihm auseinandersetzt. Dieses Büchlein, was ich Ihnen da gezeigt habe, war auch ein Versuch, diesem Mensch ein Denkmal zu setzen. Es hat mit ihm nicht gut geendet. Man hat versucht, man hat es geschafft, man hat ihn fertig gemacht. Man wollte ihn in Vergessenheit möglichst schnell vergessen. Aber das wollen wir natürlich hier nicht zulassen. Ja? Der historische Blick auf eine Person ist vielleicht ein bisschen anders als der Zeitgenossen. Weiter im Lesebrief. Die Schuldirektoren führten ihre Schulen in einer weit gefassten Selbstständigkeit. Auswahl und Beförderung der Lehrer sowie Aufnahme der Schüler lagen in ihrer Entscheidungskompetenz. Sie waren auch zuständig für die Verwendung der ihnen zugewiesenen Mittel. Also eine extrem hohe Autonomie. Ja, also hier nochmal die Referenz, Bödeker, Preußen und die Wurzeln des Erfolgs. Also wie gesagt, ein lesenswertes Werk in vielerlei Hinsicht und für schmales Geld als Paperback heutzutage zu erwerben. Ja, weiter beschreibt Bödeker das Wirken des Professors Friedrich Theodor Althoff im Kaiserreich, dessen Bildungspolitik dazu beigetragen habe, dass bis 1918 40% aller Nobelpreise an deutsche Wissenschaftler verliehen wurden, 80% der wissenschaftlichen Literatur in der Welt bis 1939 nicht in englischer, sondern in deutscher Sprache erschien, die internationale Wissenschaftssprache Deutsch und nicht Englisch war, Deutschland im Gegensatz zu allen anderen Ländern so gut wie keine Analphabeten mehr kannte, die deutschen Universitäten zum begehrten Ziel ausländischer Studenten wurden, die deutsche medizinische Wissenschaft an der Weltspitze stand. Ja, eine zweite Person hier, Professor Althoff. Ja, Althoff ist mir bekannt, denn er hat aus der Mathematik unglaublich positiven Einfluss genommen. Das Göttinger Institut wurde mehr oder weniger und durch seine Unterstützung geschaffen. Er hat Leute wie Hilbert sehr früh gefördert. Ja, also dieser Mann war ein unglaublich energetischer Mensch, ja, also mit den höchstmöglichen moralischen Standards. Nepotismus war ihm verhasst. Ja, er war extrem gut vernetzt. Er wusste, wen er fragen sollte und konnte, ja, um Eindruck zu bekommen. Er hat 30% oder so also von Berufungsvorschlägen abgelehnt. Ja. Er hat aber die gefördert oder so, also von denen er überzeugt war. Und wie gesagt, das Göttinger Mathematische Institut, was dadurch entstanden ist, ja, nie zu keiner Zeit irgendwo auf der Welt hat es ein mathematisches Institut dieser Qualität gegeben. Ja. Und dem angegliedert waren die Physiker, ja, und Nobelpreisträger. Und was einer bewirken kann, Althoff hatte natürlich auch Kompetenzen. Ja, er hatte direkten Zugang zum Kaiser. Seine formale Stellung war nicht besonders hoch. Er war ein Ministerialdirektor, also kein Minister. Aber wie gesagt, mit der Unterstützung des Kaisers, das war Wilhelm II., der ein Interesse hatte,
dass seine Untertanen also möglichst gut ausgebildet werden, ja, und dass hochwertige Bildung, ja, also zuträglich ist für unsere Gesellschaft. Ja, das war etwas, was wir in Deutschland wertschätzten. Ja, die Engländer weniger, die nannten uns dann eher die Eggheads, ja, und die Eierköpfe, wären sie die Pragmatiker waren. Naja, wie dem auch sei. Also es ist jetzt mal hier interessant zu sehen, was einzelne Individuen, wenn man sie lässt, denn auch bewirken können. Beispiele aus der jetzigen Zeit haben wir, aber die kommen dann eher aus der Industrie. Leute wie Steve Jobs oder Elon Musk, die in ihrem Metier mit einer unglaublichen Dynamik, ja, also Dinge in Gang bringen können. Noch etwas zu Zahlen, bevor wir hier abschließen mit diesem Video. Das habe ich hier auch aus dem Buch genommen. Es sind zwei Kenngrößen, die Jahreszahlen 1911 und 2000. 1911 hatten wir 65 Millionen Einwohner in Deutschland und im Jahr 2000 82 nach dieser Quelle. Die Schülerzahl war mit 11 Millionen 359.000 deutlich höher wie heutzutage, wo wir 8 Millionen 670.000 Schüler haben. Ja, also bei einer kleineren Einwohnerzahl mehr Schüler, ja, das wissen wir, die Bevölkerungspyramide hat sich gedreht, ja, die Gesellschaft verkreist zunehmend und ja, wir haben halt immer weniger Kinder, was sehr schade ist eigentlich. Ja. Aber jetzt wird es spannend. Ja. Diese knapp 11,5 Millionen Schüler wurden damals von 234, sagen wir, rund 250.000 Lehrern unterrichtet, während wir heute bei einem Drittel geringerer Schülerzahl mit 550.000 Lehrern mehr als doppelt so viele Lehrer haben. Und das sollte doch mal mit aller Vorsicht, wie man auch immer Zahlen zu genießen hat. Ja, aber die Unterschiede sind jetzt doch zu groß. Ja. Und wie effizient ein System damals war und wie effizient das es heute ist. Und die berechtigte Frage, die sich hier stellt, brauchen wir wirklich mehr Lehrer, mehr Schule oder brauchen wir vielleicht weniger, dafür aber deutlich besser ausgebildete Lehrer und vielleicht auch weniger Unterricht, ja, und nicht mehr den Nachmittagsunterricht, ja, der natürlich diese hohen Lehrerzahlen dann auch bedingt. Gut, so viel zu dem. Wir nehmen das weg und kommen zum Schluss von dem Leserbrief. Was ist denn dann passiert? Wie ging die Entwicklung weiter? Und wir lesen hier, zur heutigen Situation zitiert Boetiker die treffenden Worte von Professor Dr. Hans Meyer, früherer Kultusminister von Bayern aus dem Jahre 2003. Ja, Kultusminister, Wissenschaftsminister waren bis vor kurzem noch Menschen vom Fach, Kollegen, Professoren, das ist heutzutage nicht mehr so und das ist eigentlich auch nicht gut. Ja. Bildungspolitik, ja, Wissenschaftspolitik sollte von Menschen gemacht werden, die selbst aus dem Metier kommen, ja, die sachlich nah sind. Ja, und das gilt eigentlich für alle, die ein Ministerium begleiten, dass der nötige Sachverstand eigentlich vorhanden sein sollte. Und das ist das, was wir bedauerlicherweise ja, kaum noch sehen. Aber Spitze beiseite. Zitat, es entsteht ein Trend, wo das pädagogische Moment durch ein sozialpolitisches ersetzt wurde. Seit Ende der 60er Jahre wurde die Schule ein Instrument der Chancenzuteilung. Sie war nicht mehr eine pädagogische Institution. In dem Maße jedoch, in dem die Schule nicht mehr pädagogisch, sondern sozialpolitisch gesehen wurde, ist sie auch verrechtlicht worden. Bis in die 60er Jahre hinein konnte das geltende Schulrecht noch in einem schmalen Band zusammengefasst werden. Der Normbedarf war gering, da ein breiter vorrechtlicher Konsens über Erziehungs- und Bildungsziele in der Gesellschaft bestand. Heute braucht man für das Schulrecht der Bundesrepublik Deutschland mehrere Meter im Regal. Lex behandelt die Rechtsprechung nicht nur die Erteilung von Zeugnissen und Berechtigungen als verwaltungsrechtlich anfechtbare Regelungen,
sondern auch Fachnoten, übrigens ein Unikum in der europäischen Rechtsprechung. Das bedeutet ein tiefer Einbruch in die pädagogische Autonomie des Lehrers. Zitat Ende. Ja, schöner kann man es nicht zusammenfassen, was hier passiert ist. Und diese Früchte der Fehlentwicklung, die sehen wir heute massiv an den Universitäten. Gerade im MINT-Bereich brechen uns die Studentenzahlen massiv weg, deutschlandweit. Und es sollte eigentlich vom nationalen Interesse sein, also dem jetzt hier entgegenzuwirken. Und man sollte vielleicht auch ehrlich genug sein und die Fehler der Vergangenheit klar aufzeigen, die positiven Aspekte der Vergangenheit nutzen und die Fehlentwicklungen, die gemacht worden sind, korrigieren. Diese Größe sollte man haben und ich möchte dazu beitragen, ja, dass eine Atmosphäre entsteht, dass man Dinge wieder zurücknimmt, wieder Schritte mehr in die richtige Richtung geht. Und diesbezüglich oder so wird es in Kürze dann zwei weitere Beiträge von mir geben, die genau dann verschiedene Aspekte, also gerade was Mathematik betrifft, weil da kenne ich mich aus, zum Gegenstand haben. Bis dahin. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Ich hoffe, es war interessant für Sie, dass Sie Einblicke gewonnen haben und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss und bis dann. Auf Wiedersehen.